Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für August 2024. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Zwillinge geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch gut geht und ich freue mich, mit euch heute hier sein zu dürfen. Wir schauen gleich gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten wie August und natürlich wir hoffen auf positive Szenario. Die Karten sind gemischt. Die erste Karte, das ist eure Thema. Eure Thema im August, das Gericht, das was behilflich sein oder im Weg steht, 10 der Münzen. 9 der Kelche, das ist euer Bewusstsein, euer Unterbewusstsein, Rat des Schicksals. 7 der Stäbe, das ist die Vergangenheit, die nahe Zukunft, 6 der Kelche. Eure Energie, Königin der Schwerter, äußere Energie, Ass der Stäbe. Die Hoffnungen oder Ängste, 9 der Stäbe und die letzte Karte, 5 der Kelche, Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen natürlich. So, eure Thema, das Gericht. Das Gericht, das ist eine sehr gute Karte. Diese Karte zeigt Veränderung, innerliche Veränderung. Ja, wir verändern uns jeden Tag, wir merken das oft nicht. Und diejenigen, die sagen, ich bin so, wie ich bin, ich bleibe so, die liegen falsch, kann man so sagen. Ja, kommt darauf an, wie man das sieht. Aber wir bleiben nicht so. Das Leben verändert uns jeden Tag. Jeden Tag hat was Neues. Jeden Tag haben wir irgendwelche Einflüsse von außen und das prägt uns. Und natürlich erst mit Zeitabstand, manchmal brauchen wir einen längeren Zeitabstand, dann merken wir erst, wie wir anders geworden sind. Die Menschen zum Beispiel, die wir um uns haben, die verändern uns auch. Das Geld zum Beispiel, ja. Das verändert uns auch, wenn wir mehr haben. Ja, manchmal werden wir überheblich, nicht alle, aber viele. Wenn wir weniger haben, wir werden traurig, wir werden oft depressiv, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche finanzielle Probleme haben. Also so oder so, immer gibt es was, was uns verändert, Einfluss auf uns hat. Zum Beispiel, wenn wir einen schlechten Nachbarn haben, der immer laut ist, dann plötzlich sind wir irgendwie aufgeregt. Vielleicht kennen wir das gar nicht in uns, ja, solche negative Gefühle. Aber wenn etwas plötzlich kommt, eine neue Situation, irgendwelche Ereignis, die uns fremd ist, dann kommt natürlich dann entsprechend eine Charaktereigenschaft, die oft auch, ja, wie gesagt, wir nicht kennen, kommt raus, also wird dann sehr präsent, ja, und sind wir oft erstaunt, dass wir so reagieren können, ja, oder die anderen Leute sind erstaunt und die sagen, also so kenne ich dich nicht, ja. Ja, das Leben ist eine Überraschung und wir sind oft von uns selbst überrascht und das Gericht natürlich zeigt diese Veränderungen, ja, auch die Reflexion, also diese Karte zeigt, dass wir auch reflektieren sollen, zurückschauen, weil das ist halt sehr wichtig für innere Wachstum. Wir haben 10 der Münzen Karte, die hier behilflich ist und unten auf die Karte steht, alles zu haben, sieht für jeden anders aus. Ja, die 10 der Münzen, das ist eine Karte, wie kann man sagen, wie 6er im Lotto, ja, 10 Münzen, also dann im Tarot gibt es nicht mehr Münzen, gibt es nur die Zehner, ja, dann gibt es vielleicht Ass der Münzen, Königin und so weiter, aber was die Zahlen angeht, dann ist diese Zehner die höchste Zahl und dann sehen wir hier Erfolg, aber was bedeutet für einen Mensch Erfolg, für einen,
ist das tatsächlich viel Geld zum Beispiel haben, guten Job zu haben. Und für den anderen, wie hier auf die Karte, so symbolisch, da sind die 10 Katzen. Ja? Man freut sich, wenn man zum Beispiel 10 Katzen besitzt, ja? Wenn man Katzen mag und so weiter. Ja? Der andere sammelt dann wieder was anderes. Also Glück für jede von uns. Und alles zu haben, ja, alles zu haben, diese materielles Glück, kann anders aussehen. Für eine das, für anderen Mensch wieder das. Aber wir sehen hier, wenn wir diese beiden Karten betrachten, dass man das Gefühl bekommt, ich habe alles. Ich fühle mich gut in diesem Moment, wo ich bin in meinem Leben und mit dem, was ich erreicht habe. Und mit dem, was mir das Leben geschenkt hat. Siebende Stäbe, diese Karte, das ist eine Karte von Ausdauer. Ja, man sieht, dass ihr habt in der Vergangenheit extreme Ausdauer gezeigt, um ein Ziel zu erreichen. Wahrscheinlich diese 10 Münzen. Ja, für einen, die 10 Münzen, wie gesagt, sie ist das vielleicht ein super guter Job. Vielleicht manche von euch haben wirklich sich angestrengt, um einen guten Job zu bekommen oder steigern im Job oder etwas Finanzielles zu erreichen oder ja, ein Haus zu bauen oder die Wohnung renovieren oder auch was ganz, ganz Kleines. Vielleicht hat jemand gerade gespart Geld für eine Katze. Ja, wenn wir die Katzen schon hier so symbolisch hier haben, dann ist das für diese Person auch ein Erfolg. Ja, aber diese Ausdauer ist da. Jetzt schauen wir, was die Karten uns noch sagen. Ja, also der Magier zeigt, das Unmögliche könnte möglich werden. Also ich kann mir vorstellen, dass manche von euch werden tatsächlich in diesem Monat Erfolge feiern, werden etwas erreichen, was Materie angeht. Die brauchen aber ein bisschen, ja, lernen vielleicht, so lernen. Lernlust oder etwas zu erkunden, so kann ich das sagen, etwas zu erkunden. Schauen einfach, wie komme ich zu diesem Erfolg? Was muss ich tun, dass ich diesen Erfolg bekomme, dass ich die 10 Münzen bekomme? Ja? Das Leben wird mischen, das Leben wird euch die Möglichkeiten geben, weil wir haben hier den Magier. Und ihr werdet merken, da kommen so verschiedene Situationen, die euch vielleicht fremd sind, aber sehr positiv sind. Und diese Möglichkeiten wird euch natürlich diese Chance geben, um den Ziel zu erreichen, ja. Aber da muss man ein bisschen sich ja Gedanken machen. Man muss vielleicht etwas noch lernen, sich schlau machen, vielleicht auch schlaue Leute fragen, wie mache ich das weiter? Weil der Page der Schwerter zeigt eine intellektuelle Entwicklung, ja. Man hat diese Lust zu lernen, aber man hat auch so eine Risikobereitschaft. Ja, ich möchte etwas noch lernen, dass ich schlauer werde und dann kann ich dieses Risiko angehen. Und fünfte Schwerter, das ist eine Karte von Niederlage. Und ich kann mir vorstellen, dass man hier wird versuchen, irgendwelche Niederlagen, die man vielleicht, ja, gehabt hat, schon im Leben ja, erlebt hat, vielleicht diese Niederlagen ziehen sich hinter euch und man wird hier aus irgendwelchen Niederlagen rauskommen wollen. Ja? Wir sehen hier diese fünfte Kelche, neunte Stäbe, das sind auch Karten, die zeigen, ja, ich habe mich schon in meinem Leben verbrannt, kann man so sagen. Ich habe auch gelitten, ja. Ich muss jetzt etwas machen in meinem Leben, dass ich das nicht mehr erlebe, dass ich mehr positive
positive Momente erlebe, was Emotionen angeht, aber auch was die Münzen angeht, ja. Das ist auch sehr wichtig. Hier haben wir neunte Kelche, eine Karte, die zeigt, dass euer Bewusstsein, diese Karte zeigt euer Bewusstsein. Und das ist die neunte Kelche, also hier geht auch um Emotionen. Ich denke, ihr werdet das Gefühl haben, ja, mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Und jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen. Also das ist auch eine Karte von Dankbarkeit, aber ja, auch von Grund, um Freude zu haben. Die Königin der Schwerter, das ist eine Karte hier, die zeigt eure Energie. Ja, und Königin der Schwerter, das ist auch eine Königin, die Ausdauer hat. Dann haben wir die 7, die Ausdauerkarte. Jemand, der auch ganz genau weiß, wie man ein Ziel erreichen möchte. Man weiß ganz genau, wie man vorgehen muss, um einfach im Endeffekt als Gewinnerin dastehen. Jemand, der keine Emotionen zeigt, ja, wenn nicht sein muss, man hat die Emotionen unter Kontrolle, und das ist auch eine Karte, die zeigt, ich habe alles unter die Kontrolle. Ja, ich habe jetzt so einen Stand oder so einen Moment erreicht in meinem Leben, wo ich mein Leben und das, was da draußen passiert, so einigermaßen unter Kontrolle habe. Also diese Steigern auch, ja, und diese Status auch zu bekommen, das wird euch hier wahrscheinlich gelingen. Man wird wahrscheinlich sich auch bemühen, um diese Ziel zu erreichen, ja, ein gewissen Status zu erreichen und gewisse Macht über die Situation. In eurem Unterbewusstsein haben wir Rad des Schicksals, und diese Karte, ja, zeigt, dass man hofft auf jeden Fall auf gute, positive Situationen. Man hofft, dass das Leben hilft euch und ja, und alles, die Situationen zu euch da gibt, dass man natürlich vorwärts kommt, ja, ohne irgendwelche Probleme. Wir haben die zweite Schwerter, das ist eine Klarheit, Karte von Klarheit, also die Klarheit ist auch sehr wichtig. Achte der Stäbe, auch so plötzliche, spontane Ereignisse, die sehr positiv sind, und Königin der Münzen, viel Reichhaltigkeit. Also diese Königin der Münzen, das ist auch eine Karte, die spricht von Materie. Ich habe was erreicht. Ich bin in dem guten Zustand, kann man sagen, was die Materie angeht. Ich habe viel von mir gegeben, aber ich habe auch viel bekommen, ja. Und diese Karte zeigt auch, wenn du willst, dann kannst du auch was erreichen. Also hier, man hat so eine Zuversicht, kann man sagen, dass man mehr Klarheit bekommt, dass man Frieden bekommt im Leben, dass man auch positive Aspekte, positive Situationen erleben wird, dass man gute Menschen im Leben begegnen wird, die was Positives mit sich bringen, und natürlich, man wünscht sich ein bisschen Ruhe im Leben, dass man das Gefühl bekommt, ja, ich bin hier, da wo ich jetzt bin, das ist gut so, das ist mein Platz im Leben und ich bin dankbar dafür, was ich erreicht habe. Also da sind wir eigentlich nur gute Karten. Da kann ich wirklich hier nichts Negatives sagen. Eher, wenn ich diese Karten so anschaue bis jetzt,
dann gibt es so ein gutes Gefühl hier, ja, so eine Ruhe, endlich habe ich was erreicht, aber ich bin noch neugierig, ich will noch weiter lernen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich weiß, mir geht's gut, ja. Aber nicht einfach so, ja, nur man hat sich hier auch angestrengt, um diese Situation oder diesen Zustand zu erreichen, dass mir gut geht. Auf jeden Fall, wir haben hier außen Aste Stäbe. Aste Stäbe, das ist sehr, sehr feurige Energie. Ist jemand da draußen, der ist, ja, irgendwie positiv, kann man sagen, angestellt, möchte mit euch in einer, ja, kann man sagen, in eine Relation kommen, eine Partnerschaft kommen, vielleicht in Kontakt kommen, jemand, der ziemlich am Boden zerstört ist, Zendeschwerter, jemand, der toxisch ist, oder kann man sagen, vielleicht ist jemand toxisch, der den Mensch einfach zu diesem Zustand gebracht hat. Aber ich würde eher sagen, dieser Mensch hat irgendwelche negative Einsichten. Wir haben auch den Herrscher, ja. Wir sehen, dass diese Person möchte mehr Macht haben, Macht vielleicht über euch auch Macht haben. Da haben wir den Teufel hier, die 50, 15, der Teufel. Das ist eine Karte, die zeigt toxische Menschen. Menschen, die nicht ehrlich sind. Menschen, die Intrigen zum Beispiel aufbauen, Intrigen in Leben reinbringen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber wir sehen, dass dieser Mensch fertig ist. Ja? Dieser Mensch ist ziemlich am Boden zerstört. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Person möchte diese Power haben. Diese Person möchte etwas erreichen durch Intrigen, durch irgendwelche, ja, nicht ehrliche Ansichten, nicht durch ehrlichen Handeln und mehr Macht bekommen, ja, für sich vielleicht über euch Macht bekommen. Aber wir sehen, dass diese Person aus irgendwelchem Grund ist fertig, fertig. Und dieser Mensch möchte aus diesem Zustand von den Zehnschwertern rauskommen, weil diese, wir sehen, wie viel Energie ist drin, aber aus irgendwelchem Grund, diese Person kann das nicht. Irgendwie, dieser Mensch ist momentan, würde ich sagen, momentan noch behindert, um hier diese schlechte Energie auszubreiten. Okay, gucken wir weiter. Neunte Stäbe, da sehen wir wie gesagt, diese schlechten Erfahrungen, die man erlebt hat und man hat da ein bisschen Angst, dass das wiederkommt. Ja, vielleicht auch von diesem Mensch. Kann sein, dass diese Person war schon in eurem Leben oder ist weiterhin in irgendwelche Hinsicht. Und hier sehen wir diese Angst, sich wieder zu verbrennen, wieder einfach jemandem Chance zu geben, und dieser Mensch wird zum Beispiel diese Chance für eine negative Erlebnisse nutzen. Wo man eigentlich gute Ansichten hatte, ja. Und hier diese neunte Stäbe, das ist eine Karte, die sagt, egal was passiert, ich habe so oft gelitten, ich habe mich schon so oft verbrannt, also ich habe so viele Fehler, kann man so sagen, gemacht, weil ich habe dann nicht geachtet auf verschiedene, ja, was mir Leben zum Beispiel, auf verschiedene Situationen nicht so gut erkannt, kann man sagen. Deswegen die Klarheit hier ist auch da. Aber
Trotzdem, man gibt sich wieder Chance. Das ist eine Karte, die zeigt auch Mut im Leben. Ja, trotz dieser schlechten Erfahrungen, man hat wieder Mut, neu anzufangen. Man hat Angst, aber gleichzeitig auch Mut, sich wieder ja, in jemandem zum Beispiel eine Chance geben oder was Neues einfach anzufangen. Sechste Kelche und fünfte Kelche. Wir sehen, man trauert wegen Vergangenheit, weil diese sechste Kelche, das ist eine Reise in Vergangenheit. Fünfte Kelche, wir sehen hier, diese Dame ist traurig, weil ja etwas ja kaputt gegangen ist. Ja, vielleicht jemand hat sie verlassen und sie trauert, sie ist traurig, sie verkraftet das nicht. Ja. Aber wir gucken mal. Ich denke, ihr werdet in Vergangenheit ein bisschen reinschauen. Und das wird sehr präsent sein, diese Vergangenheit, weil das ist die Vergangenheitskarte. Und wir sehen hier, dass man wird aber versuchen, aus diesem negativen Zustand rauszukommen. Ja, diese achte Münzen zeigt, ich bin auf mich selbst gestellt. Ich bin Kämpfer für mich. Dieser Ritter der Schwerter, das ist auch ein Kämpfer für sich. Und dann dieser Wagen, diese Beschleunigung hier. Wir sehen zwei Räder. Also man wünscht sich eigentlich eine zweite Person, aber die zweite Person ist nicht da. Die zweite Person hat euch oder hier verletzt, vielleicht angelogen, weil wir haben den Teufel hier. Man hat sich hier enttäuscht, ja. Die fünf Kelche ist da, aber jetzt, man sagt jetzt zu sich selbst, ich möchte jetzt alleine starten, ich brauche niemand. Ja, achte Münzen, das ist so eine Karte von Selbstständigkeit. Ich kann alleine etwas schaffen. Und der Ritter der Schwerter auch, das ist jemand, der geht ja vorwärts, der geht schnell vorwärts, manchmal über die Leichen, um für sich das erreichen, was einem wichtig ist. Und der Wagen natürlich zeigt auch diese Beschleunigung. Schnell, schnell, vorwärts, vorwärts. Weglaufen von dem, was nicht gut ist, um meine eigenen Ziele zu erreichen. Ich denke, ihr werdet in diesem Monat sich konzentrieren auf Materie, aufs Geld, Job, auf irgendwelche gute Kontakte, die euch weiterbringen, auf Steigen, auf Lernen, Entwicklung und so weiter. Man möchte in sich investieren, in eigene Person. Und das, was dieser Mensch hier euch, kann man sagen, angetan hat, weil hier haben wir die fünfte Kelche, ja, das wird ihr nicht mehr euch antun. Ja, man wird solche Menschen nicht mehr in eure Leben erlauben, reinzukommen. Man wird hier ziemlich stark dastehen, weil wir haben auch die Königin der Schwerter. Man ist alleine unterwegs, man kämpft für sich, aber ohne Gefühle. Da Gefühle sind auch nicht da, weil man hat wahrscheinlich in Vergangenheit, was die Gefühle angeht, sich enttäuscht. Jemand hat euch verletzt hier, ja. Und diese Person könnte auch sein, dass die Mächte weiter in euren Leben mischen, aber ihr sagt, nein, das mache ich nicht. Ich möchte jetzt alleine vorwärts gehen. Ich weiß, ich schaffe das alleine. Ich brauche keine Leute, die mir irgendwie hier die Stimmung verderben, meine Gefühle kaputt machen und so, dass ich dann traurig bin und so weiter und so weiter. Ich brauche solche Menschen nicht. Ich möchte mich auf mich konzentrieren, ja, auf meine Weitersteigen, auf meine Karriere, kann man so sagen, und mir geht's gut damit. Ja, also ich kann hier sehen, dass hier geht um Alleinsein, aber man ist nicht traurig, dass man hier alleine ist, ja. Im Gegenteil, man fühlt sich hier als Gewinner, vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass manche von euch werden in diesem Monat vielleicht dieses Gefühl bekommen, mir geht's gut.
Mir geht's gut. Endlich bin ich von diesem toxischen Mensch weg. Endlich habe ich mein Leben gefunden, mein Weg im Leben gefunden. Ich kann mich auf mich konzentrieren. Ich kann etwas machen, was mir gefällt. Ja, die 8 Münzen. Das ist, wie gesagt, selbstständige Arbeit. Ich kann kleine Schritte machen, aber genaue, gute Schritte, die mich weiterbringen. Und ich brauche niemanden. Ich kann das alles schaffen alleine, so dass ich mich gut in meinem Leben fühlen werde. Ja? Und das gehört nicht mehr in eure Leben. Ja? Solche Menschen haben hier nicht zu suchen. Ihr werdet solche Menschen rauswerfen aus eurem Leben und nicht erlauben, dass solche Typen in eure Leben wieder reinkommen. Also ich kann hier mir vorstellen, eine Erleichterung in diesem Monat. Ihr werdet das Gefühl bekommen, ich bin über irgendwelche schlechte Erfahrungen drüber. Ich habe das schon verkraftet, verarbeitet. Mir geht's gut. Ich kann mich jetzt auf mich konzentrieren, auf meinen Job oder auf was anderes, was euch wichtig ist, auf meine weitere Entwicklung, auf mein Leben. Und ich habe das Gefühl, ja, mir geht's gut. Ich bin dankbar dafür, dass ich da bin, wo ich heute bin. Und dann brauche ich auch niemanden. Also so kann ich mir hier vorstellen, weil ich sehe hier keine Karten für Liebe. Ja, eher Erleichterung, dass was nicht funktioniert hat, schon verarbeitet ist und man möchte einfach jetzt das Leben genießen, einfach für sich sein. Mehr, wie gesagt, werde ich hier sehen, auf Job sich konzentrieren, auf eigenes Leben, vielleicht auf Reisen. Auch, ich komme noch zu dieser Karte mit den Katzen. Die Karte natürlich ist so ein symbolisch hier. Die Katzen sind da. Auch einfach, wenn man was hat, ob das Hund, ein Hund ist oder Katzen oder eine Katze. Ja, die, wie gesagt, die Karte ist symbolisch hier. Ich habe was, was mich glücklich macht. Ja, vielleicht Fahrrad fahren, vielleicht irgendwelche Tarotlegungen, ja, oder einfach, ja, in einen Verein gehen oder Sport machen, einfach, was mich glücklich macht, wo ich mich gut fühle dabei, das ist mir wichtig und das macht mir das Leben, ja, schöner, angenehmer, ich bin dankbar dafür, da haben wir diese 9. Kelche und ich möchte halt so vorerst bleiben. Und alles, was kommt, dann schauen wir. Vielleicht irgendwann kommt noch ein Prinz oder eine Prinzessin, die mich aus diesem Zustand hier raus, ein bisschen rausnimmt. Aber ich denke hier, das, was ihr euch in diesem Monat erschaffen wird, ja, und vor allem das Gefühl, ich bin in meinem Leben in der richtigen Punkt angekommen. Und das, was heute ist, ist gut. Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich gut aufgehoben. Ich habe Grund, um dankbar zu sein. Und das ist schon sehr, sehr gut, meine Lieben. Ich wünsche euch, dass diese Legung vielleicht für manche von euch in Erfüllung gehen wird. Vielleicht andere erwarten hier mehr vielleicht Liebe, man möchte, sind Leute, die möchten nicht alleine sein, aber alles im Leben hat die Zeit, richtige Zeit, ja, und heute ist das so und man weiß nicht, wie das dann weiter in weiteren Zukunft sein wird, vielleicht wird ihr halt auch in der richtigen Moment auch den richtigen Partner kennenlernen, natürlich für diejenigen, die alleine sind. Also, ich wünsche euch einen schönen Monat, schönen Urlaub, wenn vielleicht manche von euch in Urlaub fahren, ansonsten schöne Sommertage, passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.